Hallo hier aus dem Heldenladen. Ich bin der Klemmbau Stefan und heute gibt es wieder ein kleines Update, was sich hier seit dem letzten Video alles getan und bewegt hat. Vielleicht habt ihr es ja schon mitbekommen, wir haben neue Schaufenster bekommen und endlich kann ich dadurch jede Menge hin und her räumen und hübsch gestalten und Sachen machen, Dinge tun. Das mag ich sehr und das will ich euch heute zeigen. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir hatten ja auch schon in den letzten Wochen angefangen, hier die schwarzen Regale mit auf der Verkaufsfläche mit aufzubauen und auszustellen. Das hat einen riesen Vorteil, denn ich kriege sehr viel mehr Ware mitunter. Und da ihr hier eh den Laden ja nicht betreten könnt, sondern ich mich hier durch die Gänge quetsche und für euch das passende Set finde, dafür bin ich ja schließlich da, können wir den Platz auch nutzen und packen da noch ein paar aufgebaute Sets mit drauf. Und wir hatten ja schon drei Einzelregale stehen. Die habe ich jetzt allerdings schon ins Schaufenster gepackt. Da war nämlich jetzt wieder ein bisschen Platz. Und ich würde mal sagen, den habe ich rausbekommen. Das schauen wir uns auch gleich gemeinsam an. Da gehen wir mal vor die Tür. Aber die waren ja weg. Also brauchte ich hier wieder neue. Und zack, da stehen wieder drei. Besser gesagt gleich sechs. Doppelt so viel wie vorher. Denn es sind jetzt doppelte Regale. Heißt, ich habe mehr Tiefe dafür, ein bisschen mehr Platz. Kriege hier mehr Sachen mit auf der Fläche verstaut. Ich hoffe mal, na, ich denke mal oder ich bin mir ziemlich sicher, das wird ein spürbarer Unterschied für euch werden, da ich sehr viel schneller an all die ganzen Sets komme und zum Füllen muss ich trotzdem noch ins Lager. Das bleibt uns nicht erspart, aber ist ja auch gut so. Von daher, ich bin gerade wirklich sehr, sehr zufrieden, wie der Stand des Ladens ist, wie die Regale ausschauen und das wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Jetzt überlege ich gerade, ob wir drinnen oder draußen anfangen. Ich würde sagen, ich packe euch einfach mal direkt mit raus. Da vorne steht gerade keiner. Die Gelegenheit nutzen wir. Ich packe euch hier einfach einmal direkt. Habe mich eingesperrt. Und dann flitzen wir einmal raus. Ups. Und gucken uns das Schaufenster mal an. Kleinen Augenblick. Ich wechsle mal die Perspektive. So, und hier sind die neuen Schaufenster. Und da fällt euch ja schon auf. Das spiegelt ziemlich. Ein Polyfilter habe ich jetzt noch nicht mit drauf. Aber wir haben uns da ja schon was überlegt, wie wir dem Ganzen ein bisschen entgegenwirken. Und zwar mit Beleuchtung. So, jetzt hat sich hier aber, hier leuchtet jetzt noch nicht viel. Von daher flitze ich nochmal mit rein und werfe die ganzen Scheinwerfer mit an, die wir hier drinnen mit verbaut haben. Wobei, wir haben ja noch ein Schaufenster. Das gucken wir uns als erstes an, weil da leuchtet es schon. Guckt mal da. Hier wäre das erste Regal. Das habe ich jetzt hier hauptsächlich für unsere Hotseller mitverwendet. Da gehe ich mal ein bisschen näher ran. Da könnt ihr vielleicht hier auch was erkennen. Da haben wir einen Spinosaurus. Hier hinten haben wir dann einen Kader Porsche. Dicht gefolgt von hier dem Mold King Modell, was sehr einem Ford GT ähnelt. Pagani Zonda R haben wir da. Ganz, ganz frisch hier aus dem Video gepurzelt. Der Goldglitzerwagen. Ebenfalls von Mold King und von Fiera Abu Jabbar. Sehr, sehr cooles Modell. Dann haben wir hier noch ein Teilemonster mit 3.500 Teilen für 120 Euro. Also wer gerne viel Technik baut, den kriegen wir hiermit bestimmt erstmal gestillt. Dann haben wir hier oben eine ganze Hausparty. Angefangen bei den modernen Häusern und Zoologischen Garten, Blumenhaus, weiter zum Stadtrestaurant, City Hotel und City Coffee. Das sind so, sag ich mal, die absoluten Hotseller aktuell. Von der, die habe ich hier einmal alle präsentiert. Sind jeweils auch beleuchtet, auch wenn die Vitrinen jetzt an sich schon leuchten. Und eine Etage oben drüber. Ich weiß nicht, ob ihr das noch so gut seht. Live ist es auf jeden Fall besser zu sehen. Botanischer Garten und ebenfalls das Coffeehaus. So, sobald es hier dunkler wird, hört die Scheibe auch auf zu reflektieren. Und wir haben hier sogar noch einen Blauschimmer mit dabei. Das zeige ich euch aber in einem anderen Video noch mal genauer. Und jetzt flitzen wir erstmal kurz rein. Dann zeige ich euch nämlich einmal hier die Perspektive, wenn ihr den Laden betretet. Da ist hier nämlich hier die Tür offen und ihr habt hier vorne dann den kleinen Eingangsbereich. Hier hat sich auch ein bisschen was getan. Wobei die Sets an sich, das sind noch die gleichen, aber wir haben neue Aufsteller bekommen. Da ist nämlich der ein oder andere mittlerweile aus dem Leim gegangen, wortwörtlich. Und ja, die haben jetzt wieder einmal ja, umdisponiert, würde ich es mal nennen. So, den Kassendresen, der ist natürlich auch nicht verschwunden, sondern den habe ich einfach nur umplatziert. Jetzt, wo es kälter wird und ich die Heizung brauche, habe ich da einfach mit ein bisschen Abstand den Dresen mit davor gestellt, damit es hier drin ein bisschen wärmer wird.
wird so oder so schon durch die Schaufenster. Ich kann jetzt hier aktuell im T-Shirt arbeiten und bin wirklich sehr, sehr happy. Und ja, hier gibt es einmal einen Rundblick. Da oben hat sich ein bisschen was getan. Warum das so ist, zeige ich euch gleich. Hier für den Lieperkran haben wir natürlich eine würdevolle Aufgabe gefunden. Der darf hier unser Öffnet- oder Geschlossen-Schild drehen oder wenden. Gleich ist es wieder soweit. Und hier haben wir dann das Schaufenster. So, jetzt machen wir einmal einen Trommelwirbel. Ich zeige euch hier nochmal die Perspektive rund um das große Regal. Und jetzt flitze ich hier gerade einmal rum. Könnt gern mitkommen. Ich habe überlegt, ob ich gerade einen Cut machen soll, aber dann müsste es ja wieder schneiden. Von daher, schwupp, kommt ihr einmal mit runter. Wir drücken das Knöpfchen und siehe da, es wird heller. Ich bin schon wieder auf dem Weg zurück. Kleinen Moment, ich hoffe, ihr werdet nicht seekrank, wenn ich hier so rumwackel. Und zack, haben wir hier Hintergrundbeleuchtung. Einmal für das ganze Regal an sich. Farblich kann man das natürlich je nach Stimmung variieren und ergänzen. Da oben seht ihr das vielleicht schon, da haben wir Piratenschiffe. Da habe ich echt drei Trümmer bekommen mit jeweils 3.500 Teilen, außer das kleine schwarze. Das hat einfach mal 5.500 Teile. Und da dachte ich, komm, die stelle ich da oben mal hin. Und wer sie mal sehen will, den drücke ich sie auch gerne mal in die Hand. Hab noch welche da. Und jetzt seht ihr es schon, hier leuchtet und strahlt alles in den Vitrinen. Da oben drauf habe ich noch ein paar unserer Sets. Viel von Blue Bricks haben wir da, den Bahnhof, den Saloon und noch weitere Sets. Jetzt bin ich gerade ein bisschen abgelenkt, da stehen so viele Menschen vor der Tür. Und ich wollte euch eigentlich gerade nochmal das Schaufenster von draußen zeigen. Ich glaube, da machen wir aber gleich kurz mal einen Cut. Und ich zeige euch hier nochmal die Ausstellungsstücke. Da hat sich auch sehr, sehr viel getan, dadurch, dass ich jetzt den nötigen Platz habe, das auch alles so zu präsentieren. Angefangen hier bei City, den Stunts, Speed wollte ich schon sagen, aber der Stunts-Serie. Ein großes Blue Bricks Schiffswerftgebäude. Hier unten haben wir eine ganze Arktis-Serie. Dann habe ich hier einen aufgebauten Speed Champion gefunden und einen großen, ebenfalls von Mold King Lamborghini, mit ohne Sticker. So mag ich sie ja am liebsten. Und hier haben wir jede Menge Lego Friends, haben wir hier hinten mit versteckt. Da noch ein bisschen was von Harry Potter. Hier oben geht es dann Richtung Star Trek, Star Wars und Jurassic World. Links nebenan gefolgt ist dann hier Heart Lake City, das Einkaufszentrum von Friends. Kleinen Technikflieger habe ich hier noch mitgefunden. Ein alter Hubschrauber von Kobi, wer den gebrauchen kann. Kommt vorbei, einen habe ich noch da. Ach, apropos Kobi, da oben sind auch noch ein paar Flieger. Eine P-51C Mustang habe ich noch gefunden und eine F-18 Super Hornet. Beide heldenhaft zusammengebaut. Hier stehen sie. Ein Avengers Quinjet und natürlich unser geöffnet oder geschlossen Schildehalter. Der Lieperkran von Lego. So, jetzt schaue ich aber mal, dass wir noch mal von draußen uns die Schaufenster angucken können. Upsi, kommt mal mit. Draußen sind nämlich nicht mehr so viele Leute. Und siehe da, jetzt erkennt ihr auch, was das ganze Ding strahlt. Und wir haben jetzt hier einmal die Beleuchtung angeworfen. Jetzt sieht man auch die ganzen Kobi-Modelle hier unten, die haben wir hier nur als Ausstellungsstücke stehen. Wenn ihr noch nie ein Kobi-Auto gesehen habt, dass ihr euch so ein Ding mal anschauen könnt. Die hat alle Thomas hier in seinen Videos zusammengebastelt, also alle Modelle davon nur. Hier die untere linke Reihe, die soll so stehen bleiben, die kriegt ihr halt für den Preis, der dran steht, neu und original verpackt zum selber bauen. Bei den anderen Sets, wo aufgebaut mit dran steht, kriegt ihr das Set für den Preis, so wie es da steht. Hier oben bin ich noch nicht ganz mit Preisen durch, weil wir so viele Modelle jetzt gefunden haben, die noch keinen Preis hatten, muss ich da mit Preisen noch ein bisschen nachlegen. Aber wir haben hier auf jeden Fall schon mal eine Menge Minecraft, ein paar Flitzer. Thematisch habe ich das alles ein bisschen zusammengesetzt. Hier vorne haben wir dann City, ein bisschen was. Hier das neue Creator, die neue Creator-Ecke. Indiana Jones, absoluter Topseller hier bei uns. Und eine Etage weiter oben. Ah, jetzt macht der Winkel nicht mehr mit. Das reflektiert schon ein bisschen stark. Da haben wir dann noch die ganzen Autos. So, von draußen macht es aber auf jeden Fall schon mal einiges her. Und sobald es dunkel wird, strahlt der ganze Laden wirklich. Da haben wir jetzt einmal eine blaue Umrandung für die großen Regale.
Da hinten seht ihr es ein bisschen im Hintergrund und natürlich die Regale an sich sind jetzt beleuchtet, sodass man da auch ein bisschen was drauf sieht. So, nächste Woche gibt es auf jeden Fall wieder auch ein Video mit unseren Lieferungen und was wir alles bekommen haben. Da hat sich schon ein bisschen was angestaut und ich habe es nicht vergessen abzufilmen. Ich hatte schlicht einfach keine Zeit dafür. Von daher hoffe ich, euch hat das Video heute gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen. Lasst es euch gut gehen, habt eine schöne Zeit und bis bald. Euer Klemmbau-Stefan. Ciao.